Hallo, hallo! Ja, letztes Mal war nicht so doll. Das war ja mal richtig scheiße. Das lag wahrscheinlich wohl daran, dass ich irgendwie. Ja, wir haben jetzt mittlerweile 16 Tode. Dass ich einfach nicht irgendwie so dolle drauf war. Das lag zum Teil auch daran. Jetzt müssen wir mal Mann besiegen. Und ich will es wirklich nochmal mit Kane versuchen. Ich habe wirklich ein gutes Gefühl mit dem Kerl. Wir werden es schaffen. Kommt. Hey, Atomraum, direkt daneben. Lockys Horn. Cheers up. Okay. Ah! Das ist cool. Guck mal, wie er jetzt ausschaut. Das ist so geil. Das sieht so niedlich aus. Ach, tut mir leid. Ich habe heute wirklich ganz schlimm Husten. Bin immer noch nicht gesund. Ist extrem nervig. Ich sag euch, ey, dieses Jahr. Dieses Jahr ist richtig schlimm im Kranksein. Ich kenne auch ganz viele Leute, die richtig krank sind momentan. Das ist richtig nervig. Alle sind so krank momentan. Komm her. Das ist richtig geil. Das macht richtig schön Schaden auch. Aber leider ist es immer Zufall. Wahrscheinlich wohl irgendwie der Schuss oder sowas. Aber ist schon mal was. Ich meine, ein extra Schuss, den ich nicht feuern muss. Und das hat sich gereimt. Wow. World. Ey, da können wir, glaube ich, sehen, wo das geheime Raum ist. Ja, das ist gut. Und wir haben jetzt auch gesehen, dass da hinten gleich ein Miniboss ist. Ein Geheimraum machen wir natürlich auf. Wir kennen es ja. Der ist es wert. Ja, dieses Mal war es wert. 9 Cent. Ich hoffe, das bringt jetzt nicht irgendwie so Probleme, weil ich gerade was am Uploaden bin. Aber sah nämlich gerade so ein bisschen slow-mäßig aus. Also. Aber ich habe irgendwie ein gutes Gefühl dabei. Wenn ich schon schaffe. Auch wenn wir gleich einen ganz kleinen Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Slowdown haben. Natürlich ist es doof, wenn er dann aufnimmt. Er will schon Slowdowns haben, also ganz ehrlich. Könnt ihr bitte aufhören, so tot rumzulaufen? Danke. Hoffentlich treffen wir nicht wieder auf Hopper. Ihr wisst ja, wie ich die Hopper mag, ne? Gehen wir jetzt doch mal in den Mini-Boss-Raum. Sloth, nicht schwer. Sloth schaffen wir. Der ist nicht so schwer, der geht. Einzig nervige sind halt die kleinen Maden, die auf einen zuchargen. Da haben wir schon eine getroffen. Boah! Schnell kaputt machen, bevor wir kaputt gehen. Puh! Das war es schon fast gar nicht mehr wert, ey. Alter Schwede. Kloppt der rein. Einmal haben wir wieder Full Life und jetzt können wir direkt gegen den Boss fighten. Gucken, wer es ist. Monstro! Jetzt mal schön Death rein, ne? So wie ich es mitgekriegt habe, soll Death, glaube ich, gegen Marm 70% Schaden machen oder so. Also wenn ich versuche, ich will versuchen, wirklich einen Death oder so zu saven für Marm. Wenn nicht, dann. Also wenn ich keins mehr finde, habe ich Pech gehabt. Aber ich wollte es einfach mal benutzen, weil ich habe, glaube ich, keinen Bock, jetzt gegen Monstro so lange zu fighten. Wir kennen es ja. Monstro, der hat immer dasselbe Kampfschema. Bisschen langweilig. Nach einer Weile. Außerdem kann ich ja mittlerweile schon fast perfekt ausweichen. Ja. War doch nix. Was war das für ein Boss? Das war nix. Und wir haben 3 Herzen. Das ist ein gutes Upgrade. Das hat sich schon wieder gelohnt. Hat sich eigentlich immer gelohnt. Egal, was man kriegt eigentlich für Upgrades. Es sei denn, es ist wieder ein Spacebar-Item, wo ich schon ein Spacebar-Item habe. Aber ich finde, das hat sich echt gelohnt. Wow. Hey, mittlerweile kriege ich es drin. Also. Wow. Ach, tut mir leid, ey. Heute geht gar nicht mehr mit Husten. Kranksein ist echt scheiße. Scheiße, dass wir nicht gegenseitig treffen können. Das wäre schön geil, wenn die sich gegenseitig treffen können. Wow, da haben wir den. Komm her, komm her, komm her. Dann haben wir den. Jetzt kommt ihr, Mister. Ich charge dich an. So, tot. Da war er schon. Ach,
Ich finde Kane, man kann mit dem spielen. Also, es wird eine Übungssache. Und fliegen. Ich hasse fliegen. Und Glubschis. Glubschis finde ich süß. Aber ich hasse sie auch, weil sie fliegen machen. Und wie ihr alle wisst, ich hasse fliegen. Und hey, ich brauche eine Bombe. Allgemein brauche ich eine Bombe, um den geheimen Raum zu finden, aber... So viel Glück werde ich wahrscheinlich wohl nicht haben. Es sei denn, ich kriege jetzt die X-Ray-Glas. Das wäre natürlich ziemlich geil. So. Bomben, ja. Weil hier ist nämlich ein blauer Rock, aber ich weiß nicht, ob ich den kaputt machen möchte. Wir verwahren uns das dann lieber nochmal. Skelettschlüssel! Ho, jetzt haben wir erstmal Schlüssel ohne Ende. Jetzt brauchen wir Bombsackies, ey. Dann hätten wir 99 Bomben. Boah, stell dir mal's vor, ey. Das wäre so richtig krank. Und ich glaube, jetzt werden wir auch alle Schlüssel benutzen. Jetzt werden wir alles schön aufmachen, alles öffnen, was geht. Also, das ist richtig geil. Skelettschlüssel. Hat die auch nicht gehabt. Aber ich muss natürlich, dass es den gibt. Weil nach einer Weile kriegt man halt mal alles raus, was so Leute haben. Den können wir nicht mitnehmen, aber den nehmen wir jetzt mit. So. da ist die Teleporter, den könnte ich mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob ich die mitnehmen möchte. Eine Bombe, wir kommen gleich nochmal hier hin. Gucken wir mal. Erstmal kloppen wir uns hier noch ein bisschen durch die Gegnerhorn. Wow. Wow, 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 wow. Jetzt wird schon wieder gefährlich. Jetzt wird schon wieder gefährlich. Ja, toll, habe ich den Schlüssel jetzt mitgenommen. Da oben haben wir ein Herz liegen gelassen. Das müssen wir definitiv holen, weil ich will nicht sterben. Ihr wisst ja, sterben ist scheiße. Und komm, wir brauchen jetzt. Dings. Gut. Zwei Soul Hearts. Da kommen wir ein bisschen mit hin. Wenn wir es so machen wie den einen Playthrough, wo wir dann wirklich einfach komplett nur Soul Hearts hatten. Ah, da brauchen wir Bomben für. Ah, verdammt. Das wäre schon ziemlich geil, wenn wir einfach nur Soul Hearts hätten. Ganz viele. Sagen wir so. 10 oder so. 10, ja, komm. Aber das wäre schon geil. So, Soul Heart. Und weil wir es können. Bombe. Bombe. Und weil wir es können, werde ich jetzt einfach mal komplett mal ausprobieren. Vielleicht habe ich Glück, vielleicht habe ich auch einfach nur Pech, aber... I'm feeling lucky today, komm. Natürlich nicht. Oh, ich musste es auch noch hinterher drücken, ich musste es sagen. Diesmal sage ich gar nichts mehr, sowas. Das ist so klar. Das könnte aber leicht werden, hier ist schon geschaffen. Na, natürlich werde ich dabei getroffen, ist so klar. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall irgendwie ein Herz oder sowas. Bitte spawn irgendjemand ein Herz. Und da klingelt das Telefon, die Tür, wahrscheinlich wohl ein Paket. Und wieder da. Und ich muss mich gerade mal wieder richtig hinsetzen. Ich sitze gerade richtig nicht schön. So, back. Stirb, du Scheißvieh. Verfluch nochmal, so. Endlich. Bitte Herz, bitte Herz. Bomben, ja, gut. Oha. Ah, Schlüssel brauchen wir nicht. Wobei wir natürlich getten könnten, wenn wir einfach mal versuchen, ob hier eine Bombe ist. Aber wir brauchen sowieso keinen Schlüssel mehr, komm. Scheiß drauf. Nicht eine Bombe ist, sondern ein Dings ist. Haben den Schlüssel freigeschaltet. Wow, so geil, ey. Nicht. Wir brauchen Herzen, dringend. Envy, hallo Envy. Das könnte jetzt schwierig für uns werden. Wir könnten gleich sogar sterben. Das wäre nicht schön. Wir brauchen echt ein bisschen mehr Damage. Was wäre ich sowas wie im Pentagramm wieder oder so? Das wäre richtig geil. Wow. Da habe ich fast ein Envy reingelaufen. Laufen. Verflucht heute, ey. Heute geht ja gar nicht, ey. Meine Stimme lässt auch voll nach, mein Stimme gerade. Egal, ich mach trotzdem weiter, weil
Baum. Nein, weil ich es einfach will. Wow, jetzt haben wir richtig viele kleine Envies hier rumschwimmen. Ich bin doch nur neidisch, komm, gibst du. Das Game heißt nicht The Binding of Envy, sondern The Binding of Isaac. Boah, lauf ich auch natürlich noch rein, ist doch so klar. Haben wir jetzt, so, komm. Schub da hoop, nehmen wir mit. Get in my belly. Komm, genug gebrauchen. Oh, die Stimme lässt halt voll nach, ey. Ach ja, wir wollten ja was gucken. Wir haben noch zwei Bomben. Eine haben wir gar gekriegt. Bitte, 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 bitte. Oh, natürlich nicht. Wo soll denn er sein? Willst du mich verarschen, Game, oder was? Wahrscheinlich wohl nur so zwei Dinger sie treffen, also. Und ziemlich scheiße. Larry Jr., sollen wir schaffen. Müsste machbar sein. Ich hab den gerade geone-shottet. Das war doch mal geil. Alter, Schub der Hub ist so krank. Ich muss gar nicht, dass er so viel Schaden macht. Alter, wir haben den gerade geone-shottet. Habt ihr das gesehen? Okay, Schub der Hub ist gegen Larry Jr. sehr effektiv. Wenn es jetzt Pokémon wäre, würde stehen, das war sehr effektiv. Boah, Schub der Hub hat den geone-shottet, ey. Guck mal, was der Teufel uns anbietet. Zu teuer. Das mache ich nicht, nein. Schub der Hub, ey, hammerhart, ey. Hat die auch nicht gehabt. Sowas Krankes. Komm, komm. Komm, 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 komm. Alter, der Schub der Hub, ey, war so krank. Komm. Natürlich kriegt er keinen Schaden. Aber er ist eingedrückt. Ja, ohne getroffen zu werden, das ist nicht schlecht. Und wir haben ganz schön viel Leben wieder. Also wegen Zollart und so, ne? Und da kommen wir nicht hin. Aber hier kommen wir in den Itemraum rein. Gucken, was wir kriegen. 3 für ein Herz. Steam Sale. Ich hätte gerne die Bombe. Wir müssen ein bisschen sparen. Die Bombe wäre nicht schlecht. Steam Sale ist, glaube ich, nicht so dolle jetzt momentan, weil wir haben wenig Bomben. Bomben sind mir wichtiger, aber die war mir gerade auch wichtig, die Bombe. Ich wollte mal sehen, was passiert. Ja, leider wurde nur eingedrückt. Oh, und das könnte ein bisschen schwierig werden, der Raum hier. Ich mag die Mani überhaupt nicht, weil die einfach mal Dauer auf einen zuchargen. Die Palette Biber. Und wer rausfindet, woher dieses Zitat ist, Palette Biber, der kriegt einen Preis. Das heißt, nix. Was denkt ihr denn hier? Bin ich hier Wohlfahrt oder was? Alter, Schub der Hub, ey. Oh. Vielleicht krieg ich ja gleich nochmal so Larry Jr. so als Sideboss oder so. Also als Miniboss. Ich weiß ja jetzt, wie ich ihn kaputt mache. Schub der Hub, ey, Hammer. Hammerhart, ey. So, was kriegen wir Schönes? Spelunker-Set, das ist gut. Das ist gut. So, was haben wir gebraucht? Unter uns ist der geheime Raum. Kommen wir aber nicht rein. Ah, wir brauchen eine Bombe. Müssen wir jetzt mal hoffen, dass wir eine Bombe kriegen. Aber wir können auch eine Bombe kaufen. Also, geheime Raum ist wirklich immer wert, würde ich mal sagen, da reinzugehen. Ich meine, wir kriegen Geld oder irgendwie ein Item. Kriegen wir wieder den Slow Shot. Und dann hätten wir sogar einen Slow Shot, der in alle vier Richtungen gehen kann. Kann natürlich, aber muss nicht. Ist aber schon ziemlich geil. Oh, und wir haben jetzt ganz schön Herzen. Wir müssen jetzt nur versuchen, nicht mal getroffen zu werden. Dann haben wir erstmal ein ganzes Pool gegen Mom. Und dann kann Mom uns erstmal. Die kann uns erstmal, ja genau. Bombe. So, gucken wir mal, was im geheimen Raum ist. Bitte was useful. Bitte irgendwas, was useful ist. Bitte nicht irgendwie so ein Scheiß wie, wie heißt, keine Slotmaschine, ist gut. Geld ist immer gut. Da schaltet man ja auch Items irgendwie, nicht Items, Dings irgendwie frei, wenn man geheime Räume sucht. Das gibt's ja auch. So Sachen, wo du dann
freischaltest, wenn du halt irgendwie was Spezielles gemacht hast. Zum Beispiel, soweit ich weiß, Loki's Horn schaltest du frei, wenn du alle Bosse im Dings besiegt hast. Im, ich glaube in den Tiefen oder in, im Basement, weiß ich genau. Oder in den Höhlen. Kann auch sein, in den Höhlen. The Moon, ja, brauchen wir nicht mehr. Waren wir trotzdem noch, würde ich mal sagen, oder? Ja. Und da brauchen wir eine Bombe für, kommen wir nicht hin. Ah, natürlich laufe ich rein. Diese Dinger, ey. Diese Dinger hasse ich. Wow, ein Schlüssel. Wir haben auch nicht so wenig davon, ne? Komm, machen wir auf. Hat sich voll gelohnt. Not. Aber das Belanger-Set ist zum Beispiel besser als irgendwie so ein Scheiß wie Kompass. Kompass zeigt dir zwar an, wo die ganzen Dinger sind, aber es zeigt ja halt nicht an, wo der geheime Raum ist. Und ich hab's wirklich immer gerne, wenn ich einen geheimen Raum sehe. Natürlich, wenn die X-Ray da ist, ist es noch besser gewesen. Und Vampire! Hallo Vampire! Ja, die heißen jetzt immer so. Da könnt ihr nichts dran ändern. Die haben jetzt meinen Namen gekriegt von mir, also. Das muss auch mal sein. Ich könnte die einfach mal alle mit Flug der Hubkopf werfen, aber ich will die, glaube ich, lieber ein bisschen verwahren, weil der Boss ist ja gleich in der Nähe. Und ich würde wirklich gerne den Boss nochmal gucken, ob der Schub der Hub wirklich so overpowered ist. Das war gerade richtig krank, ey. Ey, wir haben den gewone-shottet. Hatte ich noch nie gehabt, sowas. Vor allem Bosse One-Shot ist immer gut, ne? Es sei denn, es gecheatet. Und cheaten finde ich irgendwie ziemlich lame. Es gibt ja Leute, die cheaten das auch. Ich frage mich nicht wie, ich will es auch nicht wissen, weil ich finde es einfach mal scheiße. Zum Anzeigen von was bringt oder so, das wäre ja noch in Ordnung, aber zum Cheaten allgemein finde ich es ein bisschen echt lame. Ich hatte letztens eine Diskussion mit Mr. Teetrinker gehabt. Ja, ich werde jetzt immer als Mr. Teetrinker bezeichnen. So heißt du bei Steam und so wirst du bei mir auch heißen dann. Wow, 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 wow. Immerhin Cent gekriegt, wow. Wir haben ein bisschen Geld gekriegt. Hat es gebracht? Nicht. Ich hätte gerne eine Bombe gehabt, aber... Man kann ja leider nicht alles haben. Leider. Vielleicht droppt ja einer hier von Bombe. Oh, natürlich. Meine Lieblings-Hassgegner schon wieder. Aber sobald man sie irgendwie auf einer Seite hat, ist kein Problem. Aber erstmal auf einer Seite kriegen. Natürlich nix, ist so klar. Und ey, schon wieder. Komm. Na. Boss Time, Baby. Das ist Pestilence. Hey, der ist neu. Den haben wir nicht gehabt. Wir hatten einen Fireman gehabt, aber Pestilence noch nicht. Und er gefällt mir jetzt schon nicht. Oh, 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 oh. Okay, es war wahrscheinlich wohl nur gegen Larry Jr. so overpowered. Wenn du deine Viecher kaputt machst, ist alles in Ordnung. Wenn du mich kaputt machen willst, ist es nicht gut. Gegen so einen Boss hätte man jetzt wirklich gerne Massenvernichtungswaffe, aber so eine richtig größere Massenvernichtungswaffe. Wow. Da war der Kopf warm. Kopf warm. Da spuckt er nur Fliegen aus. Das ist besser, das ist schöner. Aber das ist nicht schön. Alter, wie der Raum aussieht, ey, so richtig widerlich. Alles voller. Wow. Das heißt, auch ein Upgrade kriegen wir nur einen Meat-Block. Das ist ein bisschen nervig, weil ich hätte lieber irgendwie ein tolleres Upgrade. Wie Lehm oder so wäre natürlich toll. Oder Book of Revelations wäre natürlich auch geil. Aber ich glaube, das kriegst du nicht als Upgrade. Das kriegst du einfach nur so im Shop zum Kaufen. Wow, 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 wow. Mir ist es lieber, wenn das Fliegen spawnen, aber bitte nicht so viele.
Wir brauchen definitiv einen Range-Up, ey. Ohne Range-Up kommen wir nicht hier weit. Zumindest gegen solche Bosser nicht. Gut geschafft. Oh, Gott sei Dank, ey. Wir müssen zurückgehen. Wir müssen uns ein bisschen Leben noch holen. Also das geht definitiv vor. Jetzt haben wir Leben. Jetzt können wir weitergehen. Gucken, wie weit wir kommen. Ich vermute mal wohl eher nicht so weit. Das sieht schon wieder nicht so schön aus. Aber wir haben immerhin schon 20 Minuten vertrödelt. Was man mal sagen muss zu dem Game. Habt ihr auch letztens eine Unterhaltung gehabt. Das Game ist richtig gut von dem Sound her. Also ich bin ja gern so von Game-Musik. Bin ich ja Fan von. Wenn es richtig schön ist, dann höre ich es mir auch gerne an. Oh, das war gut. Boah, das ist ein Todesraum. Das ist ein Todesraum. Das ist ein Todesraum. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist ein Todesraum. Boah, dass ich das gerade noch überlebt habe, ey. Aber so gerade eben. Also wenn das kein Todesraum ist, weiß ich auch nicht. Hammerhart. Ach, er hier wieder. Doctor's Remote. Ach ja, das ist dieses... Es ist doch nicht das Ding. Das ist dieses Doctor's Remote. Das ist was anderes. Das ist, ist so eine Hommage an Super Meat Boy, glaube ich. Und wollen wir ihm Geld geben? Nee, erstmal gucken wir nach dem Shop. Danach geben wir ihm Geld. Wenn wir nichts finden, also wenn im Shop nichts Schönes ist und wir kein Geld mehr finden, dann geben wir ihm Geld. Ihr seid auch für mich Glubschis, auch wenn ihr anders aussieht als Glubschis. Ihr seid einfach deformierte Glubschis. Deformierte Glubschis, komm her. Wow. Heute schießen die auch richtig fett, ey. Was, warum? So richtig viel. Wow. So, ein Glubschi weniger. Ein deformiertes Glubschi weniger. Und bitte spawnt hier im Raum irgendwie Leben oder so. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Natürlich, Geld. Womit hätte ich sonst rechnen können? Wenn man mal Leben braucht, kriegt man nur Geld. Wenn man mal Geld braucht, kriegt man nur Leben. Und das ist ein einfacher Raum. Genau deswegen. So. Und hier ist der Geheimraum. Da wollen wir natürlich rein. Ist ja logisch. Warum sollten wir auch nicht da reingehen wollen? Und ein bisschen Geld nur. Okay, jetzt gehen wir definitiv erstmal zum Shop. Das ist sowas von klar. Also sowas von. Und dieser Raum ist einfach. Da konnte ich jetzt nicht ausweichen, weil dieser Raum ist einfach mal scheiße. Und entleben, ja, Gott sei Dank. Jetzt will ich was ausprobieren. Es ist mir jetzt scheißegal. Also, ich will es wirklich mal ausprobieren. Es ist gesagt, dass der Rechte eine 50%ige Chance hat zu gewinnen jetzt. Wenn er das mit Kane macht. Ja! Scheiß auf das Ding, dann hole ich mir mal lieber ein bisschen so Zeug. Da war eine Fliege drin. Das war Unglück. Wir brauchen keinen Schlüssel mehr. Aber immerhin. Also es hat schon eine große Chance zu gewinnen, würde ich mal sagen. Das können wir gebrauchen. Das war gut, okay? Wir haben ein bisschen gespielt jetzt gerade. Also mit Kane, weil er hat ja mehr Glück, deswegen. Da soll man halt mehr glückliche Drops kriegen und sowas alles. Und haben wir keinen Shop hier? Ach so, da hinten, den haben wir noch gar nicht. Ah, oh, da müssen wir auch noch wieder hin. Ah. Nach einer Weile hat man aber solche Gegner auch raus. Also vorher wurde ich immer getroffen von solchen Viechern und jetzt kriege ich es lang. Natürlich werde ich dann getroffen. Oh, das ist so klar. Das ist sowas von klar gewesen. Ich sollte einfach nicht irgendwie sagen, ich bin gut geworden. Ich bin einfach nur schlecht geworden. Ja, das ist die beste Methode, irgendwie um das Game zu bezeichnen. Ich bin einfach schlecht geworden und ich kann es nicht. Und jetzt werde ich bestimmt sterben gleich. Und dann gewinne ich nämlich deswegen.
Zwinker, zwinker. Nein. Ja, ich bin schlecht geworden. Ich bin schlecht geworden. Ich bin super schlecht geworden. Ich werde das nicht schaffen. Einen haben wir schon. Wow! Die Dinger, ey. Diese Riesenkugeln. Wow! Natürlich! Natürlich! Wir sind gleich tot. Haben wir noch die Spikes reinrennen oder so, sind wir tot. Puh, bitte, nein, ich will Lava, schade. Lava wäre gut gewesen. Jetzt sind wir tot. Da, sag dich doch, wir sind tot. Ja. Das war scheiße. Oh, ich wollte gar nicht mehr einen Neustart machen. Ich sage auf jeden Fall jetzt nochmal bis später, ne? Und Exit to Main Menu, you sure want to die. Okay, wir wollen sterben. Ich sage auf jeden Fall mal bis später und das war doch mal echt ein. Naja, der Run war nicht schlecht, aber wir hatten ein bisschen wenig Leben. Bis dahin.